Was ist die HOAI, die Honorarordnung für Architekten und Ingenieure? Darum geht es gleich im nächsten Video. Was ist die HOAI? So ein Wortungetüm, Honorarordnung für Architekten und Ingenieure. Wenn Sie bauen wollen und dies mit einem Architekten tun, wird Ihnen dieses Wort HOAI immer wieder begegnen. Die Honorarordnung ist eine Verordnung, die in Deutschland für alle Architekten gilt. Und zwar ist es die Grundlage fürs Honorar. Da finden Sie unter hoai.de auch genaue, detaillierte Angaben und in unseren weiteren Videos auch. Heute möchte ich mal so einen ganz kurzen Überblick geben, was ist denn die Grundlage fürs Architektenhonorar und eben, was ist die HOAI. Die HOAI ist eine Honorartafel, wenn man so möchte. Da liegen Tafeln vor, die genau sagen, wie viel Honorar der Architekt unter welchen Bedingungen bekommt. So, was sind jetzt die Bedingungen? Erstens, was ist es für ein Bauvorhaben? Es ist ein Unterschied, ob der Architekt eine Garage plant, ein Dachgeschossausbau, ein Einfamilienhaus, eine Luxusvilla, ein Gewerbebau oder was auch immer. Das sind unterschiedliche planerische Herausforderungen und die werden da sozusagen klassifiziert, um einfach das mal schematisch zu erläutern. Dann, wie groß ist der Umfang? Das heißt, baut er eine kleine Fabrik oder eine große? Baut er eine Garage oder 25? Ja, da ist ganz entscheidend natürlich, wie viel Volumen da umgesetzt wird. Das heißt, dieses Volumen macht sich bei den Baukosten fest. Baukosten, die honorarfähigen Baukosten, sind genau in der HOAI definiert. Ja, wir haben als erstes die Klassifizierung, was baut der Architekt, Unterschied Garage, Einfamilienhaus, Gewerbehaus. Wir haben die Größe, also das Volumen, was gebaut wird. Und dann ist die HOAI in verschiedene Leistungsphasen aufgeteilt. Ja, die ich Ihnen auch in anderen Videos erklärt habe. Die Grundleistung, es geht los, die Planungsleistungen, dann die Werkplanung, die Baugenehmigung und diese ganzen Dinge. Ja, 9 Leistungsphasen. Und jetzt kann es ja sein, dass Sie einen Architekt beauftragen, nur für Teile dieser Leistung. Ja, zum Beispiel, Sie lassen sich nur von einem Architekt die Vorplanung machen und überlegen dann nochmal, ob Sie bauen oder nicht oder später bauen. Oder Ihnen macht ein Architekt nur die Werkplanung, weil Sie vielleicht von jemand anderem die Vorplanung schon bekommen haben. Diese ganzen Leistungsphasen sind auch aufgeteilt und jeder Leistungsphase sind genaue Prozentwerte des Honorars zugeordnet. Das heißt, der Leistungsumfang ist entscheidend fürs Architektenhonorar. So ein ganz typisches Beispiel, Sie haben eine fertige Planung, haben auch schon entsprechende Firmen beauftragt und brauchen noch jemanden, der jetzt die Bauleitung übernimmt. Ja? Das wird oft gemacht, wenn der Architekt, der Planer woanders örtlich sitzt, dass man einen örtlichen Bauleiter dazu nimmt. Dann kann der nur für diese Leistungsphasen beauftragt werden. Und das ist dann eben nur ein Teilhonorar. Das ist der dritte Punkt, wo es dazu umgeht, welches Honorar kommt da zustande. Dann gibt es in jeder Honorarzone, die dann daraus entsteht, Mindest- und Höchstsätze. Ja, wo man nochmal sozusagen den Schwierigkeitsgrad des Bauvorhabens nochmal etwas eintarieren kann. Die sind frei verhandelbar. In der Regel macht Ihnen Ihr Architekt da einen Vorschlag. Was gibt es noch in der HOAI? Alles, was mit Honorar des Architekten zusammenhängt, ist dort geregelt. Was ist in diesen Grundleistungen, in diesen 9 Leistungsphasen drin, die wir gerade beschrieben haben? Und was ist eine Sonderleistung? Was ist da nicht drin? Was können Sie aber zusätzlich beauftragen? Zum Beispiel, wenn Sie noch ein Modell haben wollen von Ihrem Haus oder von Ihrem Gewerbe, um das vielleicht anderen Investoren präsentieren zu können oder damit Sie sich besser vorstellen können. Das sind dann Sonderleistungen. Aber dazu gibt es auch noch ein gesondertes Video. Da sind auch sogenannte Zuschläge mit drin. Zum Beispiel, wenn Sie ein Bestandsgebäude haben, gibt es den sogenannten Umbauzuschlag. Auch der ist in der HOAI genau geregelt, unter welchen Voraussetzungen Sie diesen Zuschlag entsprechend anwenden können. Und warum das Sinn macht, ist auch genau an der Stelle erklärt. Es ist einfach ein Unterschied, ob Sie, sage ich mal, neu auf der grünen Wiese planen oder im Bestand arbeiten. Da gibt es einfach einen Mehraufwand für den Architekten und der spiegelt sich dann in der HOAI wieder.
Für Sie ist es gut, wenn Sie sich da ein bisschen auskennen, weil wenn Sie von Ihrem Architekten die Rechnung bekommen für die verschiedenen Leistungsphasen oder den Vertragsvorschlag vom Architekten bekommen, dann wissen Sie schon, um was es da geht. Das sind so die Grundparameter, die dazu führen, dass am Ende das Architektenhonorar fix ist. Der Gesetzgeber hat gewollt, dass sich die Architekten nicht über den Preis in Konkurrenz gehen, sondern über die Qualität. Das heißt, wenn man die HAI durchgeht und Sie einen Architektenvertrag bekommen, zahlen Sie bei jedem Architekt den gleichen Preis. Die Leistungen sind tatsächlich unterschiedlich. Das müssen Sie wissen, wenn Sie mit Ihrem Architekten den Architektenvertrag machen. Ich wünsche Ihnen viel Spaß dabei. Herzlichen Dank.